Ich bin heute mal im Parc Sanssouci und werde hier mal vier Fotos suchen für die Foto-Challenge, die wir neulich gemacht haben. Das Video zur Foto-Challenge packe ich euch mal hier oben hin und dann könnt ihr mal nachschauen und dann schauen wir uns mal den Park an. Der ist eigentlich immer sehr überlaufen und das ist so ein kleiner Touristenmagnet. Deswegen sind immer voll viele Menschen und ich habe es noch nicht so mit vielen Quatschen, wenn viele Menschen in der Gegend sind. Aber ich nehme euch mal eine Runde mit und suche nach den vier Bildern. Und dann schauen wir mal, was ich machen lässt. Ich zeige euch nicht den Parc Sanssouci und ich erkläre euch auch nicht alle Sachen, die es hier gibt. Ich wohne ziemlich direkt daneben und für mich ist es eigentlich nur ein Touristenmagnet und sehr viele Menschen. Ich bin eigentlich nicht oft hier. Aber für genau diese Foto-Challenge, die ich euch hier oben verlinken werde, bin ich heute mal hier im Park und nehme euch mal mit. Was auch noch gesagt sein muss, es gibt hier keine Drohnenaufnahmen und es gibt nur ganz wenige Flächen, auf denen überhaupt mit dem Fahrrad gefahren werden darf. Deswegen bin ich jetzt, glaube ich, so rund 7 Kilometer unterwegs und ihr kommt mit. So, das ist jetzt einer dieser vielen, vielen Wege, die mich zum ersten Spot bringen, den ich gerne fotografieren möchte. Und zwar ist das so ein schöner Säulengang. Und ich glaube, da werde ich mein Schattenbild finden. Also nicht mein Schattenbild, aber das Bild mit den Schatten. Und das wird, glaube ich, relativ cool. Ansonsten hätte ich noch ein Backup-Bild, aber ich glaube, wenn wir die frisch machen, ist es viel cooler. Und genau, jetzt laufen wir mal zu dem Säulengang und ich nehme einen dieser vielen, vielen Wege. Aktuell sind hier, glaube ich, Seidenspinner unterwegs und akuter Astabfall und Warnungen und naja, ich laufe hier trotzdem lang und hoffe mal auf wenig Touristen. Die Saison ist, glaube ich, noch nicht ganz so krass. Na gut, hier sind ja extrem viele Figuren ausgestellt und die meisten sind glücklicherweise jetzt ausgepackt. Ich glaube, die haben es inzwischen geschafft und der Rasenmäher war noch nicht ganz so aktiv. Dementsprechend gibt es hier vielleicht noch ein paar coole Blumen und die Fauna ist definitiv auch noch vertreten. Ich bin mal schon gespannt, was es so alles gibt. Ich laufe jetzt zum ersten Ziel und dann schauen wir mal, was wir da so rausholen können. Vier Fotos brauchen wir und ja, dann haben wir die kleine Foto-Challenge. Wahrscheinlich werde ich am schlechtesten abschneiden, aber naja, das ist nicht so schlimm. Was man gewinnen kann, ist definitiv Erfahrung und Spaß. Und man gewinnt an Ideen. Und das ist viel mehr wert als irgendein fetter Preis. Ich glaube, es gibt sowieso keinen, aber darum soll es auch nicht gehen. Ich glaube, die wird cool. So ihr Lieben, für das Foto, das ich jetzt eigentlich vorhatte, steht die Sonne leider noch ein bisschen falsch. Vielleicht muss ich noch mal kommen. Jetzt gehen wir mal weiter und packen mal das nächste rein. Ich brauche noch Kurven und Grün. Naja, viel Grün ist ja nicht, ne? Und noch mal irgendwas. Ich muss mal nachgucken. Ich bin ja froh, dass es hier ganz viel Abzweigungen und Wege gibt und man die Möglichkeit hat, dann doch noch mal irgendwo abzubiegen, wo nicht gerade ganz viele Touristen unterwegs sind und man dann quasi noch mal so ein kleines bisschen Stille verspüren kann. Das ist auch übrigens einer dieser Gründe, warum ich nicht gern hier bin. Aber ich glaube, so zum Spazieren ist das bestimmt voll cool und für Touristen die absolute Attraktion. Und hier ist gerade glücklicherweise ein kleines Wegchen, schön kurvig, ohne Touristen. Nehmen wir. So Leute, kaum ist das Foto im Kasten, kommen auch schon die nächsten. Und sogar noch irgendwelche Parkwächter. Katastrophe. Und übrigens, davon gibt es hier richtig viele, weil nämlich die meisten glauben, sie könnten hier mit irgendwelchen Koptern fliegen, was nicht erlaubt ist, leider.
Und mit Fahrrädern fahren, ja gut. Oder mit E-Scootern, also hätte ich heute ganz gerne auch gemacht. Und all so ein Zeug funktioniert natürlich nicht. Manchmal sogar mit Mofa. Naja, vielleicht nicht ganz passend. Hier gibt es auf jeden Fall ganz viele Parkwächter, falls ihr also glaubt, ihr könnt hier einfach so durchfahren. Nee, ausgedacht. Kleiner Fun Fact am Rande. Touristen kommen hier immer hin und glauben, sie müssten im halben Tag den ganzen Park abgrasen und alles ablaufen. Brauchen noch mindestens 2 Tage dafür. Bitte. Jetzt mache ich mal die erste Sitzpause. Ich bin nämlich 4 Kilometer gelaufen und es ist brütend heiß. Heute haben wir irgendwie 27 Grad oder so. Ist schon, das ist ordentlich. Mann, Mann, Mann. Und richtig cool, blauer Himmel. Sehr geil. Und jetzt kühlt gerade mein Kopf so ein kleines bisschen ab. Ich habe mal ein bisschen was getrunken. Und dann laufen wir gleich weiter. Hier vorne ist nämlich dann das Schloss und ein cooler Brunnen. Nehme ich euch mal mit und dann sehen wir uns gleich wieder. Sind wir bei einem dieser Publikumsmagneten angekommen. Hier ist das Schloss. Ich werde jetzt hier mal von diesem Brunnen definitiv eine Langzeitbelichtung machen. Und bei dem Licht wird mal spannender. Ich werde auf jeden Fall den 1000er, den 64er und den 8er, den ich dabei habe, zusammenstecken und guck mal, ob da was ordentliches rauskommt. Und dann hätten wir Bild Nummer 2 für heute. So ihr Lieben, hier ist gerade eine grüne Bank mit grünem Hintergrund. Ob das denn zum Schluss dann das grüne Foto wird, wir werden sehen. Auf jeden Fall nutze ich die Gunst der Gelegenheit und wechsle jetzt gleich mal auf ein anderes Objektiv. Ich brauche mal eine längere Brennweite, weil mit einem 16mm bin ich ein bisschen eingefangen. Und jetzt nehme ich mal das 210er. Ich glaube, damit geht was. Mal gucken. Hier sind jetzt gerade ein paar Enten, da habe ich gerade mal eine rangezoomt und das Foto war so grün, also grüner geht gar nicht, bis auf die Ente, die war nicht grün und ich glaube, das ist mein Grünfoto, weil so ein kleiner Punkt, der nicht grün ist, finde ich voll gut, sonst ist mir das zu viel grün. Also grün ist eh nicht meine Farbe, in dem Fall ne? Nicht ganz so viel grün, aber cool. Naja, also von so einer Foto-Challenge könnte man dann auch mal irgendwie sein Equipment putzen. Ich habe es nicht getan. Wahrscheinlich kriege ich zum Schluss die Rechnung dafür. Naja, würde mich mal interessieren, wie oft putzt ihr eigentlich euer Equipment? Packt doch einfach mal unten in die Kommentare. Wäre mal ganz spannend zu erfahren. Ich war jetzt gerade beim Teehaus. Foto blende ich euch jetzt ein. Und ich habe, glaube ich, 4-mal ein Foto gemacht von derselben Position, um die Leute wegzuradieren, weil es so überlaufen ist. Deswegen habe ich auch nicht gefilmt, aber macht ja nichts. Im Prinzip ist er nur der kleine Fotowalk zur Challenge. Ein Bild fehlt mir noch, das ist was von der Seite. Ich habe gerade noch gar keine Idee, aber ich habe auf jeden Fall jetzt was mit Kurven. Ich habe was Grünes. Ich habe was von relativ weit unten und das gleichzeitig auch noch als Langzeitbelichtigung. Muss ich mal gucken, was ich dann zum Schluss tatsächlich abgeben werde. Jetzt fehlt mir noch irgendwas von der Seite. Das wird spannend. Hier ist ja im Prinzip immer alles von der Seite. Das ist Definitionssache. Ich werde mal schauen.
So, hinter mir ist jetzt quasi auch der letzte Touristen-Hotspot. Und ich bin dann auch langsam an dem passenden Parkausgang, der so gut wie neben meiner Haustür ist. Und bin froh, dass noch nicht ganz so viel los ist. Sonst wäre uns ja ständig irgendjemand vor die Linse geballert. Nun gut, die meisten Camper behaupten ja, die Natur ist mein Zuhause. Also ganz ehrlich, im Prinzip ist das hier fast schon mein Zuhause. Aber ich flüchte ganz gern und gehe dahin, wo es wirklich richtig cool ist. Und fühle mich dann da viel mehr zu Hause. So wie demnächst, da fahren wir nämlich eine kleine größere Runde. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es in einem von den letzten Videos schon gesehen. Wir fahren auf jeden Fall zum Nordkap und werden auch die Lofoten streifen. Und was uns sonst noch so begegnet, ich glaube, der ein oder andere leicht zu fußgängige Nationalpark wird dabei sein. Und wenn ich ihn zum Schluss alleine laufen muss. Also das bedeutet, haut mal auf den Abonnier-Button, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und vergesst nicht, auf die Glocke zu tippen. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Und dann verpasst ihr die nächsten Skandinavien-Videos nicht. Und wenn ihr jetzt schon ganz extrem Sehnsucht habt nach Skandinavien, schaut mal bei uns im Kanal. Da ist schon eine ganze Menge. Und dieses Jahr kommen bestimmt nochmal 20, 25 Folgen. Und dann haben wir richtig Stoff. Hier hinten war jetzt gerade noch mein Bild von der Seite. Und ich würde mal sagen, wenn ihr wissen wollt, welche Bilder jetzt dann zum Schluss in der Challenge landen, dann schaut am besten die Challenge an, verlinke ich hier oben. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem bestimmt 2 Stunden Livestream oder mehr, weil ja ganz viele von euch mitmachen durften. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!